Moin, moin und herzlich willkommen im Wald. Alice22. Wir haben ja in der letzten Folge, kann man es so nennen, weiß ich nicht, ich nenne es immer noch so, ein sogenanntes Holzlager errichtet. Beziehungsweise wir haben so alles den Berg runtergeschmissen. Damit werden wir heute auch weitermachen. Noch ein paar Bäume entasten, die dann auch da runterschmeißen. Und ich habe was entdeckt. Ich weiß gar nicht, ob ich den Mod aktiviert habe, dass wir trotzdem Hackschnitzel herstellen können. Na komm, nö. Die Spitze. Ach, du bist doch doof. Manchmal bist du doof, wa? Da, da, da. Nee, da will er nicht. Da, 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 da. Ach, dann bleib doch dran. Alte Ziege. So. Ein Ziegenbaum. Dann machen wir hier weiter. Entasten den guten Baum auch. Oh. Ein wenig hoch. Haben wir hier noch einen Baum? Liegt der jetzt auf dem Sägeweg auf? Haben wir schon unser Dach kaputt gekriegt? Jo, haben wir. Das haben wir. Also wer noch nie auf dem Dach vom Sägewerk war, so sieht's aus. Relativ langweilig. Bin ich gespannt, wie wir das Stück hier runterkriegen. So. Hier neben ist noch ein Baum, ne? Ja, hier ist eine Spitze. Wenn man jetzt noch die Kettensäge aktiviert. Ach, das ist ein Ast. Ich dachte, das wäre ein Baum. Gut, dann geht's hier weiter. Einmal weg. Einmal weg. Hehe. So. Dann können wir die auch schon darunter schmeißen. Würde ich die aber auch gerne in drei, vier Teile sägen. Damit das einfach ein bisschen leichter ist. Weil einfach einfach ist. So. Wunderbar, kappen wir den hier nochmal. Hier. Ja. Und gleich ab auf die Nase. Dann haben wir den hier noch. Den säbeln wir einmal hier zurecht. Und einmal hier bitte. Den haben wir ja gekappt. So, dann geht's wieder ans Sammeln. Bei Regenwetter, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe, werden wir spulen. Also, obwohl wir könnten uns auch eine mega große Halle platzieren, ein paar Bäume reinschmeißen oder irgendwie so und in der Halle Hackschnitzel machen. Weil draußen, wenn es regnet, ich habe ja jetzt ja schon keine Lust drauf, aber das könnten wir trotzdem machen, wenn es regnet. Dann brauchen wir bloß immer ein bisschen Platz. Ja, schön, wenn der Ton aus wäre. Das ist doch super. So, dann geht's
Alter. Also ich werde sie trotzdem jetzt erstmal alle weiterhin da runterfeuern. Die ganzen Bäume und Äste. Damit wir hier noch ein bisschen mehr Platz bekommen, um Hallen zu platzieren oder so. So ein Forsthof oder wie man es auch immer nennen möchte, zu bauen. Und das gute Holz, das kann, braucht man ja nicht verschwenden. Das kann man ja wunderbar auch verarbeiten. Ne? Also das würde ich jetzt nicht einfach irgendwie wegfräsen wollen oder so. Sondern das schmeißen wir alles schön auf einen Haufen oder so. Verkaufen das dann irgendwann. Wenn wir jetzt die gefällten Bäume wieder weggesammelt haben. Ach hier, den habe ich da gesägt. Okay. Aber dann kann ich doch die beiden aneinander schieben, oder? Klappt das? Ja, aber wie? Und wie das klappt. Taha. Also entweder bleibt ihr drin oder dran. Sucht euch das aus. Oder fallt wieder einfach raus. Das geht natürlich auch. Es nervt. Ich muss unbedingt dran denken, das zu deaktivieren. Am besten schreibe ich mir das auf, ey. Das nervt ja. Ne. Jetzt aber. So. Dann will ich zuerst mit. Dann hätte ich ja auch noch gerne einen LKW-Holzanhänger und so. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Wird alles noch eine Weile dauern. So, fällst du raus? Das wäre voll toll. So. So, wie ist mit dir? Wenn du schon an der Gabel backst, weißt du. Es hätte ja klappen können. Es hätte ja klappen können. Jetzt vielleicht? Ja, ne? So. Einmal runter. Kriege ich dich jetzt auch mit dem Dicken da hinten zusammengeschoben? Ja, ne? Ich euch bei... Ja, cool. Muss ich sie nur noch aufladen können irgendwie. Mach mal die Kralle dicht. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. So. Das einmal weg, wenn ich denn da jetzt und nochmal wunderbar. So, kriege ich jetzt auch wieder zwei Dicke zusammengeschoben. Obwohl das ein Stumpf im Weg. Ja? Probieren geht über Studieren oder wie war das? Der eine ist schon drauf.
Das sieht doch super aus. So. Kommt ihr beiden jetzt mit? Jo. Schmeiß ich euch beide auch wieder den Abhang runter? Muss ich nur die Kralle wieder weit genug aufmachen? Und du backst fest? Immer noch auf einer Seite. Jetzt nicht mehr. Das ist doch gut. Da sind noch welche. Jetzt könnte es klappen. Wunderbar. Jetzt klappt das doch. Dann haben wir die hier hinten auch alle weg. Wollen sie schon wieder rausfallen, aber ist okay. Hier dürft ihr das ja. Haben wir wieder ordentlich Platz geschaffen, um die nächsten Bäume zu fällen. Ja, hier können wir noch mal ein bisschen entasten und klein säbeln. Also schneiden natürlich. Ja, da. Also du bist ja auch ein schicker Baum, ne? Du wolltest ein Tannenbaum werden. Willst du nicht mit? Oder schämst du dich? Schämst dich, wa? So, schon besser. Was hat das denn für... Achso. Hier ist das Hecke oder? Ja, sieht aus wie Hecke. Können wir hier nochmal weitermachen? So, dann ist der auch frei von Ästen. Haben wir hier nochmal eine Achso. Gut, da geht's weiter. Ich dachte, das wäre eine Spitze gewesen. Kleinholz machen, ne? Einmal hier weg. Einmal da weg. Dann sägen wir den doch einfach mal da weg. Den sägen wir da weg. Können wir hier wegsägen? Ich weiß nicht, da ist das Ende irgendwo. Und dann sägen wir den hier nochmal durch. Du bist auch ein recht langes Elend. 25 Meter. Jetzt hast du 11 Meter. Gut. Gar nicht, ob ich den drin habe. Forstanhänger. Beziehungsweise, wo ist Forst? Ist hier. Der ist, glaube ich, ohne Autoload. Der ist mit Autoload. 20 Meter. Ich glaube, den bräuchten wir auch. Ist nur die Frage, ob wir mit einem LKW... so gut hier durchkommen. Kaufe ich einfach mal. Ein LKW ist ja eigentlich auch nicht allzu teuer. Ah, jetzt ist die Frage, welcher? Nehmen wir mal den. In der Sonderedition.
Ah nee, haha, können wir nicht, weil der ist nur für Container. Nehmen wir den Mac. Nee, ja doch. Motor. Stärkster Motor. Ich hoffe, dass du auch vorankommst. Wie ist das denn jetzt mit dem Autoload? Oh. Kommen wir da noch durch? Vielleicht erst den LKW kaufen sollen. Ja, habe ich mir fast gedacht. Da ist er. Wie ist das jetzt mit dem Autoload? Oh Gott, ist die Liste wird immer länger. Entladen starten, nee. Autoload nach rechts. Oh. Stapelzahl ändern. 2x10 Meter. Du bist mir auch ein Vogel, ey. Aha. Ach, da, mit Enter mache ich den Motor aus, du Vogel. Egal. Egal, wir probieren es aus. Haben wir ein neues, schönes Gerät. Müssen wir dann nur noch irgendwie hinkommen. Hier ist ja das Feld. Jetzt wird es interessant, ob der auch Bäume auflädt oder er nicht. Wir starten B. Oder ob er das nicht macht. Jetzt wäre es ja schön zu wissen, wo der Punkt ist, wo er auflädt. Da! Voll daneben geschmissen. Mann. Wenn der jetzt auch nur kleine Bäume auflädt, ey, dann haben wir echt ein Problem. Ich weiß, dass ich da noch einen Autoload-Anhänger drin hatte. Die willst du alle nicht aufladen, oder? Doch, da ist schon der erste drauf. Okay. Die anderen sind zu lang, oder was? Oder sammelst du wirklich nur 10 Meter auf? Der ist 13 Meter. Jetzt ist er 9,6. Lädst du die auf jetzt? Ja, aber er schmeißt sie oben rauf. Müsste ich wahrscheinlich wieder mit dem Radlader anschubsen. Da fällt er. Habe ich nicht noch einen anderen? Forst ist hier nicht noch einer drin. Nee. Bei den normalen Anhängern? Nein. Gut, zur Not wären die anderen auch noch eine Option. Mach mal Motor aus. Wie
lang ist der denn? 15 Meter. Jetzt hast du nur noch auch 10,3. Und du hast 16. Ich hoffe, ich treffe ungefähr die Mitte. 8,4, 8,1. Passt. Du hast 11. Weißt du was, machen wir auch wieder die Mitte. So, mal gucken, ob du die anderen Bäume jetzt auch noch aufladen kannst. Schön wäre es ja. Stoppen. Nee, das heißt, das müsste noch an sein. Okay. Der kann nur von rechts, oder was? Das ist ja doof. Müsste ich mir... Schieb. Mal nochmal gucken. Nach dem anständigen Autolotholzanhänger. Das darf doch nicht wahr sein. So, kriegen wir das mit der Hand? Nee, kriegen wir nicht. Und weggeschoben. gut, also so schön ist zwar nicht beladen, aber es geht. Jetzt hänge ich auch noch auf dem Baumstumpf fest. Ja, gut, dann soll es das für die Folge gewesen sein. Also, es funktioniert, wir müssen bloß 10er Stücke sägen. Ne? Also unter 10 am besten oder was weiß ich, dann funktioniert das einwandfrei. Und dann können wir auch ein bisschen so Bäume einsammeln. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und lasst euch nicht ärgern. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.